Hallo und herzlich willkommen auf dem Boostmonster BM Kanal. Wir werden heute ein lang ersehntes Video machen, und zwar Bremssteine wechseln. Darauf warten schon viele. Ja, und wir haben uns gedacht, dass wir das heute mal tun. Wir sind so auch früh dran. Es ist echt jetzt 0.03 Uhr. Also auf in den Kampf. Ja, das sind die Bremssteine für vorne. Da muss man aufpassen, wenn man die bestellt. Es gibt einmal welche für vorne und einmal welche für hinten. Es gibt auch einen Unterschied bei der Montage für die vorderen Bremssteine und hintere Bremssteine. Wir werden das also später auch nochmal zeigen, wie man die hinteren Bremssteine macht. Also nicht in diesem Video, da kommt nochmal ein extra Video. In diesem Video beschäftigen wir uns erstmal nur mit den Bremssteinen vorne und wie man das richtig macht. Klar kann man die relativ schnell wechseln, aber richtig wechseln, dass man auch lange was von hat, da gibt es dann doch schon Unterschiede. Werde ich dann auch dabei noch erklären. So, was müssen wir als erstes machen? Es gibt zwei Arten, die Bremssteine zu montieren. Mit Kabelbinder hier draußen dran, dann hat man auch neue Bremssteine, die behalten dann auch ewig. Das ist nicht viel. Nein, war Blödsinn. Als erstes müssen wir erstmal, man sieht das, ich bin auch sehr gut vorbereitet. Ich habe diesmal keinen elektrischen Schlagschrauber bei, sondern richtig Handarbeit. Die Radmutter lösen. Und wenn wir die gelöst haben, dann und auch erst dann kurbeln wir das Auto nach oben. Was passiert, wenn wir das vorher machen, das Auto nach oben kurbeln? Wir wollen lösen und das Rad dreht sich. Das haben wir nicht viel geschafft. Also einmal das Auto nach oben. Für alle, die neu bei uns sind und sagen, wow, der Wagenheber wächst ja nicht darunter. Wir werden euch mal ein Video verlinken. Ich glaube, ich habe das jetzt gelernt, ist auf der Seite oben. Da haben wir dann einen Link dazu, wo der Wagenheber hinkommt und wo man den findet, wenn man einen hat im Auto. Also nicht jedes Auto hat einen. Aber wo der hinkommt und wie man den am besten einsetzt. So, dann mal weiter. Jetzt werden wir erstmal die Radmuttern oder Radbolzen. In dem Fall sind das, glaube ich, Bolzen bei uns hier. Das ist wirklich schön, wenn man. Ne, wir haben Radmuttern. Kommt nicht bitte auf die Idee, die komplett rauszudrehen und dann hochzuheben, damit das Rad nicht wie eben gerade hier mitdrehen kann. Dann ist das Rad nämlich schon ab, bevor ihr den Wagen hochhebt. So, wir können das hier sehen, hier sind die Bremssteine, die beiden, und die sind eigentlich noch nicht so runtergebremst, aber wir werden sie jetzt trotzdem wechseln, wenn wir schon mal hier sind. Das hier vorne ist der Bremssattel und den müssen wir lösen, damit wir da rankommen. Ich werde mal schnell ein bisschen Werkzeug dafür holen. So, das ist der Bremssattel. Ich habe das Rad mal etwas gedreht, damit man besser sehen kann. Das ist zum Entlüften, zum Bremseentlüften, der Verschluss. Hier gehört normalerweise eine Kappe drauf, damit kein Dreck reinkommt. Da werde ich mal noch eine organisieren. Und jetzt schauen wir uns mal die Bremse an. Das ist die Bremsleitung, worüber die Bremse ausgedrückt wird. Dann haben wir die beiden Bremssteine hier. Hier drinnen in der Mitte läuft die Bremsscheibe und das ist der Bremssattel. Jetzt habe ich gerade gesehen, bei diesem Bremssattel, hier sind diese zwei Sicherungsbolzen, die dafür sorgen, dass die Bremsscheiben, Bremssteine nicht rausfallen.
Hier in dem Fall sind hier die zwei Stifte drin, die die Bremssteine halten. Und damit wir die Stifte rauskriegen, müssen wir echt den Bremssattel zerlegen. Das heißt, wir müssen den vorderen Teil abschrauben, damit die Stifte raus können und die Bremssteine. Ja, das ist nicht üblich, aber bei dem Modell ist es leider so. So, jetzt haben wir hier mitten im Busschlüssel. Die Schrauben lösen von dem Bremssattel. So, da haben wir schon mal den ersten Bremsstein. Und wenn wir den vergleichen mit den neuen, dann können wir mal feststellen, so viel dünner ist er nicht. Aber euch zuliebe machen wir halt ein Video. Obwohl, wenn man das schaut hier, der Bremsbelag, der ist sehr sparsam aufgetragen im Gegensatz zu denen hier, ja. Obwohl das original italienische sind und nicht aus China. Ja, wie ihr seht, die passen wie angegossen rein. So soll das auch sein nachher. Und naja, jetzt müssen wir aber weitermachen. Wir müssen den Bremssattel komplett abschrauben, damit wir auch den hinteren Bremsstein rausnehmen. Klar, wir können jetzt einfachheit halber die Stifte rausziehen und könnten jetzt hier den Bremsstein rausnehmen und den einfach wechseln, aber das wäre nicht richtig. Und wir wollen ja hier das auch richtig machen. Und das ist das, was ich meine. Man kann das halb gewalkt machen und es funktioniert dann auch irgendwie, aber man hat nicht lange was davon. Wir wollen es ja richtig machen. Und für richtig ist es nun mal so, wir müssen den Bremssattel abbauen, weil der Bremssattel wird auch gefettet, damit der nicht irgendwann sich festfrisst und nur noch eine Seite bremst und man sich dann wundert, Menschenskinder, der bremst gar nicht mehr so schön. Ja, das liegt daran, dass der Bremssattel festgegangen ist und nur noch eine Seite bremst. Weil wie man jetzt hier sehen kann, hier hinter ist der Bremszylinder, der kommt raus und drückt den Bremsstein hier gegen. Und nur wenn der Bremssattel gefettet ist, kann der Bremssattel nach hinten gehen und drückt mit dieser Seite den ganzen Bremsstein, der hier drüben ist, auch gegen. Und das geht nur, wenn er gefettet ist. Wenn er fest ist, dann passiert nämlich eins, der Bremssattel bleibt an dieser Position und es wird bloß dieser Bremsstein gegengedrückt und hier drüben passiert gar nichts. Das sieht man dann, wenn hier draußen anfängt, die Bremsscheibe zu rosten. Dann weiß man, alles klar, Bremssattel fest. Das war's dann mal wieder. Und dann kann man sich meistens einen neuen Bremssattel holen, weil die Bolzen wieder gängig zu kriegen, ist nicht so einfach. Und es passiert auch immer wieder, dass diese Bolzen dann, das sind diese Bolzen hier, die müssen sich bewegen können hier drinnen und die müssen gefettet werden. Und wenn die erstmal festgerottet sind, dann ist fest, hier sieht man das auch, der Bremssattel muss sich wirklich schön fluffig vor und zurück bewegen. Wo ich gerade mitkriege, der hier hakt, der geht bisher weiter raus, will er nicht. Ja, die werden wir jetzt erstmal fetten. Wie geht das? Dieser Bolzen hier, den kann man, ja, sehr schöne Sache. Der sitzt hier im Gummi drin. Normalerweise sollte das Gummi auch nicht kaputt sein, so wie hier. Solange werden wir daran auch keine Freude mehr haben. So, hier ist dieser Bolzen.
Und hier werden wir etwas Fett reinmachen, damit er wieder gefettet ist und sich nicht festfrisst. So, wir nehmen jetzt hier diesen Bolzen raus, um den zu fetten. Ja, da ist nicht mehr viel dran, ist ein bisschen schmierig, ja, das war es dann aber auch schon. So, den werden wir etwas sauber wischen. So, dann werden wir das Fett hier drauf etwas verteilen. Es müssen keine Unmengen Fett sein. So. Dann kommt der Bolzen wieder rein. Der Schutzring wieder drüber. Darauf achten, dass er auch wieder richtig drinnen sitzen tut. So, der andere Schutzring von hinten wieder drauf. Zumindest was davon noch über ist, von den Schutzringen. Und dasselbe machen wir hier drüben natürlich auch. Seid vorsichtig beim Abziehen. Wir wollen ja nicht mehr kaputt machen, als schon ist. Faulheit siegt. Hier habe ich den Schutzring gar nicht abgemacht, den zweiten. Ihr müsst dazu vorzugsweise hitzebeständiges Fett nehmen. Aber ich sage immer, jedes Fett ist besser als gar kein Fett. In dem Falle. Aber hitzebeständiges Fett kriegt man auch in jedem Baumarkt. Es gibt auch direkt Fett dafür bei den Autoteilhändlern. Oder auf eBay, Amazon oder wo auch immer. So, nachdem wir das erledigt haben, müssen wir den Bremssattel wieder zurückstellen. Das heißt, dieser Kolben, wenn wir auf die Bremse treten, ich zeige das gleich mal, dann kommt er nach draußen, weil wenn wir auf die Bremse treten, pumpen wir Bremsflüssigkeit in diese Leitung und die bewegt diesen Kolben nach draußen und drückt dadurch den Bremsstein ran, bis er an der Scheibe ist, wie gesagt, und dann entsteht der Gegendruck, wo dann auf der anderen Seite gebremst wird. Ich trete jetzt mal drin auf die Bremse, damit ihr mal sehen könnt, was da eigentlich passiert. So, jetzt habt ihr das gesehen und wenn wir die Bremse jetzt natürlich draufsetzen wollen, muss der wieder zurück, weil sonst passt es vom Platz her gar nicht. Und das kann man wieder zurückdrücken. Nicht wundern, das dauert ein bisschen, bis man den wieder in der Urposition zurück hat, weil man muss ja die Flüssigkeit wieder zurückdrücken. Das geht auch nicht ganz einfach. So, jetzt sieht man das, es ist fast flach hier und dann haben wir diesen Punkt erreicht, wo wir auch hinwollen. Wenn man es richtig machen will, nimmt man natürlich auch eine Drahtbürste und reinigt ein bisschen. Man sollte natürlich darauf aufpassen, wenn man das macht, dass man hier nicht das Gummi zerreibt, sondern immer nur da putzen, diese Laufflächen von den Bremssteinen,
Weil hier laufen ja nachher. Fall hätten wir es gar nicht mitbekommen, wenn unsere Bremssteine runter gewesen wären. Und hätten uns dann bloß die 100 Menschenskinder, da bremst ja mal fast gar nichts mehr. So. Ja, das war's schon vom Prinzip her. Jetzt wird der Bremssattel wieder angebaut. Aber nicht mit der Schraube, sondern mit der Schraube. Es ist kein Zauberwerk, die Bremse zu wechseln. Wichtig ist nur, dass man es anständig macht, weil man darf nicht unterschätzen, es handelt sich hier um die Bremse. Klar, wenn eine ausfällt, hat man immer noch drei in dem Fall, aber es sollte schon anständig gemacht sein. Kommen wieder raus. So, und jetzt kann ich euch das zeigen, was ich gemeint habe. Wenn ich jetzt hier diesen Bremssattel hin und her bewege, das muss funktionieren, damit der auch hier drüben den Bremsstein dran drücken kann. So, dann kommt der zweite Bremsstein dran. Dann kommt der zweite Halter drauf.
So, jetzt schauen wir doch mal nach. Ihr könnt das sehen. Momentan sitzt das alles noch ein bisschen nach hier gedrückt. Ihr seht, hier drüben ist viel mehr Spiel als auf der anderen Seite. Was wir kontrollieren müssen, ist, dass das Kabel hier nirgendwo scheuert, damit wir da keine Probleme haben, vor allem nicht an der Bremsscheibe oder an der Lenkung irgendwo. Aber das ist hier vom Prinzip her so gebaut, dass es gar nicht möglich ist. Was wir jetzt machen müssen, ist, bevor wir überhaupt losfahren, einmal die Bremse richtig betätigen, damit sich das alles wieder zusammendrückt, sonst treten wir das erste Mal ins Leere, weil es muss sich erst wieder zusammendrücken. Das mache ich jetzt gleich. Ihr könnt ja mal schauen, vielleicht zoomt das der Jesi ein bisschen ran, damit ihr das seht, was hier so richtig passiert. Dass ihr das mal in groß seht. So, Achtung. So, ich hoffe, ihr konntet das sehen. Jetzt ist die Bremse natürlich wieder lose. Und nur wenn der Bremssattel sich auch wirklich hin und her bewegen kann, was jetzt hier alles bloß Millimeter, was sich hin und her bewegt, aber dadurch löst sich das überhaupt und ich kann auch wieder die drehen, ohne dass es Bremswirkung hat. So, so werden die Bremsen gewechselt. Das ist natürlich jetzt bloß ein Rad, aber das zweite Rad ist identisch, das brauche ich euch nicht zeigen. Dann wird es ja richtig langweilig. Als nächstes kommt das Rad wieder dran. Bei den Radmuttern und Radbolzen nicht einen reinstecken und festknallen, sondern erst alle etwas anziehen und dann festziehen. Sonst könnte es eventuell passieren, dass das Rad eiert und man hat so das Gefühl, man reitet mehr durch die Gegend, als dass man fährt. So, dann das Auto wieder runterlassen. So, und dann festziehen. Festziehen heißt nicht draufstellen und rumspringen, sondern festziehen heißt echt nur festziehen. Weil sonst kriegt man sie irgendwann nicht mehr ab. So, das war's auch schon. Wie ihr seht, das ist zu machen, dauert auch nicht so lange. Macht es bitte richtig. Kontrolliert bitte alle Schrauben nochmal, ob die fest sind, wenn ihr das zusammenbaut. Und wenn ihr das Rad dran geschraubt habt, denkt dran, nach 50 Kilometern, nachdem ihr ein bisschen durch die Gegend gefahren seid, nochmal die Radmuttern oder die Radbolzen kontrollieren, ob die fest sind. So, nochmal ein kleiner Nachtrag fürs Logbuch. Wir haben es jetzt 1.10 Uhr. Wir haben jetzt die zweite Seite auch fertig. Wir haben hier auch schon aufgeräumt. Und Auto steht auch schon wieder drin. Also wie ihr seht,
Man braucht eine Stunde dazu. Rechnet ruhig 1,5 Stunden oder 2 Stunden. Lasst euch Zeit, macht es gewissenhaft, macht es anständig, damit es auch was wird. Und denkt bitte dran, bevor ihr das Fahrzeug in Bewegung setzt, erst 1-2 Mal auf die Bremse treten, damit die Bremssteine wieder in diese Position kommen, wo sie auch bremsen können, damit ihr dann nicht wirklich beim ersten Mal ins Leere tritt und irgendwo gegenfahrt. Ja, ach so, noch eins. Wir haben noch mal kurz eine Aufnahme gemacht. Ihr habt das hier gesehen, wir hatten Bremssteine drin ohne diesen Warnkontakt, ohne diesen elektrischen Anschluss. Wir haben jetzt natürlich Bremssteine eingebaut mit diesem Anschluss. Und wir zeigen euch gleich nochmal hier nach den meinen letzten Worten, ich hoffe vorerst letzten Worten, zeigen wir euch nochmal die Kontrolllampe, die leuchtet, wenn die Bremssteine runter sind, oder die leuchten sollte, wenn die Bremssteine runter sind. So, das war's schon. Bis zum nächsten Mal. Ciao.